Hallo und herzlich willkommen zu den Technik-Nachrichten vom 11.01.2015 bis zum 25.01.2015. Letzte Woche kamen keine News, war ja auch nicht wirklich was los. Dafür ist diese Woche umso mehr los, vor allem rund um WhatsApp und um Windows 10. Da gab es nämlich ein großes Event. Und zum Schluss haben wir noch so ein paar kleine Leckerlis für euch. Aber ich würde sagen, starten wir erstmal mit WhatsApp. WhatsApp hat nämlich jetzt eine Webversion rausgehauen. Das heißt, man kann WhatsApp jetzt auch am Computer benutzen, wenn das Smartphone irgendwie über das Internet mit dem Computer verbunden ist. Das funktioniert sogar erstaunlich gut. Und im Nachteil ist jetzt momentan noch iOS, weil da das Update noch nicht rausgerollt ist, weil das noch untersucht wird. Allerdings funktioniert die App bei Windows Phone und Android, ist das Update schon da. Man scannt einfach einen QR-Code ab, der einem auf der Web-Oberfläche angezeigt wird und man ist damit verbunden und kann dann Bilder über die Webcam von dem Computer verschicken. Man kann natürlich Textnachrichten verschicken und man kann auch über das integrierte Mikrofon des Computers Sprachnachrichten versenden, was ziemlich cool ist. Außerdem kann in der WhatsApp-App jetzt auch der Administrator geändert werden und ist nicht immer unbedingt automatisch der Gruppenersteller. Beziehungsweise es kann auch mehrere Admins erstellt werden. Und wenn im Hintergrund irgendwas bei dir stirbt, kommen wir zu Windows 10. Denn da ist jetzt halt die Frage, wann kommt Windows 10 raus? Es hat Windows noch nicht so ganz klar beantwortet, aber vermutlich noch dieses Jahr, Ende des Jahres. Außerdem soll im Februar dann endlich die Preview für Smartphones rauskommen, die Windows 10 Phone Preview. Und jetzt ist schon vor ein paar Tagen die Preview rausgegangen, die Technical Preview für Tablets und für Computer eben. Und das Interessante ist, dass Windows 10 erst einmal kostenlos ist, zumindest ein Jahr für die Leute, die jetzt einen PC oder ein Tablet haben mit Windows 7 bzw. Windows 8 8.1. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Ich frage mich halt, wie das Preismodell dort aussieht, ob die jetzt ähnlich wie bei Office jedes Jahr Geld haben wollen oder ob man einen Festpreis bezahlt. Ich wäre für Letzteres. Und ein bisschen Nachteil sind da die Leute, die ein Windows RT-Device haben. Da gibt es wohl kein kostenloses Update, zumindest ist die Sache da wohl deutlich komplizierter. Was hat sich in Windows 10 geändert? Einfach kurz zusammengefasst, es gibt jetzt Cortana, deren Sprachassistent, den man vielleicht schon von Windows Phone kennt. Der kommt jetzt auch auf den PC, wurde weiter verbessert und sammelt jetzt automatisch persönliche Daten, um halt wirklich der persönliche Sprachassistent zu sein. Das heißt, es gibt aber eine Liste, wo man einsehen kann, was der sich so von einem gemerkt hat, die man auch verbessern kann oder halt eben anpassen kann, wenn man halt eben bestimmte Sachen den Sprachassistenten nicht wissen lassen will. Ein weiteres großes Feature sind die Universal Apps. Das heißt, das sind universale Apps, wie der Name ja schon sagt, die sowohl auf Windows 10 Handys bzw. Smartphones, Tablets, dem PC, aber auch auf der Xbox funktionieren. Was also sehr interessant ist, wo man eben das komplette Ökosystem von Windows vereint. Dann gibt es noch Project Spartan, von dem wir ja schon berichtet haben, diesen Internet Explorer-Ersatz, der wohl erstmal kein Explorer-Ersatz sein soll, sondern erstmal ein eigenständiger Browser, der einfach besser sein soll als der Internet Explorer. Der ist nämlich deutlich schneller, man kann Notizen anfertigen oder den Akku wechseln, was wir auch eben mal kurz tun, dann sind wir wieder da. Bis gleich. Akku ist getauscht und dann wären wir bei den Notizen eigentlich schon durch. Notizen kann man eben machen. Es gibt außerdem so eine Art Read It Later Service, mit dem man eben bestimmte Internetseiten abspeichern kann, dass man da später nochmal vorbeischauen möchte und weiterlesen kann. Und das gibt es dann auch als Sync-Modell, dass man das sowohl auf dem Tablet, Handy, Xbox, was auch immer, alles eben was mit Windows 10 läuft, dass man da eben direkt weitermachen kann. Außerdem wurde Cortana integriert, wie ich ja schon erzählt habe. Das waren so die wichtigsten Punkte, würde ich sagen. Es gibt allerdings noch eine Xbox-App, die für Gamer eben sehr interessant sein sollte. Das heißt, dort kann man eben sich mit Freunden austauschen, wie man das auch schon jetzt von der Xbox kennt. Und man kann Konsolenspiele weiterspielen, indem man halt eben die Inhalte von der Xbox an den PC streamt, was mit dieser App dann auch möglich sein soll. Man braucht aber dafür natürlich eine Xbox, die irgendwo im Netzwerk rumgammelt. Außerdem gibt es jetzt DirectX 12 Unterstützung für neue Grafikspielereien, was auch ziemlich, ziemlich cool ist. Also, wenn euch Windows 10 interessiert, könnt ihr euch für das Insider-Programm bewerben und könnt dann eben die ganzen Microsoft-Dienste in Anspruch nehmen. Ja, dann kommen wir noch zu Microsoft Surface Hub. Das ist so ein relativ großer Bildschirm, der schön dezent rumstand im Hintergrund während der Präsentation. Auf einmal so, hey, wir haben da so ein neues Projekt, so ein neues Gerät, was wir euch vorstellen wollen.
Das ist nämlich ein großer Bildschirm mit Touch-Eingabe bzw. Stifteingabe. Im Prinzip so eine Art Smartboard. Und dies gibt es einmal in einer 55 Zoll HD-Auflösung und einmal in einer 84 Zoll Variante mit Ultra-HD-Auflösung. Und das Ding unterstützt 100 Finger. Wer auch immer gleichzeitig 100 Finger auf so einem Ding bedienen möchte, kommt in so einer Business-Präsentation sicherlich nicht so gut. Oder halt eben mit den mitgelieferten Stiften. Zwei werden mitgeliefert. Und ja, die technischen Daten, was da drin werkelt, ist auf jeden Fall noch nicht so bekannt. Es gibt auf jeden Fall NFC, WLAN, Bluetooth und HDMI als Schnittstellen. Bestimmt noch ein bisschen mehr, aber wie gesagt, so viel ist da noch gar nicht bekannt. Sieht auf jeden Fall nach einem sehr, sehr schicken und auch teurem Gerät aus, was für Businesskunden aber sicherlich interessant sein sollte und wird wohl Ende des Jahres auch veröffentlicht. Dann gibt es das interessanteste Projekt wahrscheinlich, nämlich HoloLens. Und das ist eine Brille von Microsoft, die erstmal im ersten Moment so ein bisschen an diese Google-Brille erinnert, aber die kann ein bisschen mehr. Und zwar setzt man sie sich auf und dann kann man mit dieser Brille Hologramme angezeigt bekommen, die zum Beispiel sich dann an die Umgebung anpassen. Das heißt, man sitzt auf der Couch und man bekommt dann Hologramm im Prinzip wie so eine Art Fernseher angezeigt und kann dann schön entspannt Netflix sich anschauen. Man kann das natürlich auch für ein bisschen bessere Spielereien benutzen, zum Arbeiten zum Beispiel, und kann eben während man läuft sich irgendwelche Konferenzen und Dateitransfers zusammenfrickeln. Oder noch viel cooler, man kann 3D-Objekte auf einem Tisch projizieren, die man dann wirklich in 3D sieht, als ob sie wirklich da wären, obwohl es in Wirklichkeit nur ein paar Einsen und Nullen sind, und kann daran dann zum Beispiel arbeiten. Im Film wurde es zum Beispiel gezeigt anhand eines Motorrads, wo man eben Ersatzteile für bastelt. Ziemlich coole Sache. Eben für Echtzeitinformationen. Die Frage ist halt, wie ist die Akkulaufzeit und die technischen Daten von diesem Gerät? Da gibt es noch nichts, was bekannt ist. Soll aber eventuell sogar Ende des Jahres veröffentlicht werden. Mal schauen. Ist auf jeden Fall ein ziemlich, ziemlich interessantes Projekt von Microsoft, was wir auch auf jeden Fall weiterhin verfolgen werden. Und als kleiner Boni, man kann damit auch Minecraft spielen und kann dann spielerisch im Prinzip auf seinem Tisch irgendwie ein paar Blöcke verformen und seine Minecraft-Welt auf seinem Sofa spielen. Ziemlich abgefahrene Sache. Auch sehr abgefahren ist da ein Mauscomputer, ein ziemlich geiles Konzept, was euch der Emanuel von Soja Bentec jetzt mal näher bringen will. Ja, und diese ist halt laut den Entwicklern eine richtige Revolution des PC-Markts. Es ist halt eine Maus und in der Maus ist ein PC drin. Ja, ein vollwertiger PC wird so angepriesen, halt nicht komplett vollwertig. Also Windows dürfte drauf nicht laufen wegen einer ARM-CPU. Aber Android und andere Linux-Varianten dürften sich dort schon wohlfühlen. Vom Speicher haben wir 128 GB, zwei USB 3.0 Ports und da kann man halt externe Geräte wie USB-Sticks oder, keine Ahnung, eine Tastatur anschließen. Ja, dazu haben wir noch einen Micro-HDMI-Anschluss, um damit halt das Ganze an einen Monitor anzubinden, und dann soll halt auch noch laut den Entwicklern eine kabellose Übertragung mit einer Adapterlösung in Planung sein. Und Anwendungsgebiete sollen halt sein, dass man halt einfach mit der Maus irgendwo, keine Ahnung, im Büro ist oder sich heimlich, keine Ahnung, was macht und so. Also man kann sich den Trailer dazu auch mal ansehen. Also wirklich ganz witzig. Ja. Ich weiß nicht, ob sich das wirklich durchsetzen wird, denn dazu ist es einfach schon, ja, der PC-Markt am Aussterben und Smartphones, Tablets, und da müsste es einfach viel stärker Hardware sein. Und ich glaube nicht, dass ich durchsetzen kann, aber ich würde mich gern von dem Gegenteil besorgen lassen. Und somit kommen wir zur Apple Watch, wo man sich nochmal der Tipp, schaut euch bitte wirklich diesen Trailer an, die Stelle, wo der Typ irgendwas heimlich macht, der Chef rumgeht und der Typ einfach so den Monitor umstöpselt und harmlos mit seiner Maus in irgendeiner Excel-Tabelle rumfuhrwerkt. Das ist so der Wahnsinn. Schaut euch an. Ach ja, man kann das Ganze auch auf Maus verwenden. Genau, mal. Ach, normale Maus für jeden PC. Also das ist ja das Great Feature, wo man einfach halt seine Home-Sachen machen kann und umswitchen, aber keine Ahnung, ob man, wenn man dann am Bildschirm herumfummelt, ja, so unauffällig ist. Aber das überlassen wir den Kunden des Ganzen. Und was man sich auch mehr wünschen dürfte, wäre Akkulaufzeit bei Apple. Denn jetzt sind Details zur Akkulaufzeit aufgetaucht von der englischsprachigen Website 9to5Mac. Und da soll halt die Akkulaufzeit bei Anwendungen so 2,5 Stunden sein, also bei High-End-Anwendungen. Das heißt, wenn jetzt ein richtig fancy Game auf der Uhr zockt oder sonst was, was man halt alles von der Uhr macht, bei Standardanwendungsnutzungen soll es halt 3,5 Stunden sein. Das heißt, sagen wir mal, die Uhr anzeigen und da ein bisschen herum surfen oder einfach die Uhr anschauen, was halt da das drin ist, sowas mit Standardanwendungen, also ohne, dass halt alles so stark beansprucht wird. Sachen, wo halt die Fitness-Tracking-Sache verwendet wird,
kommt auf 4 Stunden und das Kombinierte, also man halt das Ganze nicht immer anhat, sondern einfach mal kurz reinschaut, was macht und so weiter, soll das Ganze auf 19 Stunden kommen, was halt nicht mal ein ganzer Tag ist, und wenn man das Ganze halt im Standby hat, soll das Ganze 3 Tage halten. Ein Problem ist halt bei der ganzen Sache, auch wenn das Ganze jetzt auch nicht so viel ist, selbst bei einem aktuellen Prototypen scheint man halt nicht an diese Akkulaufzeiten ranzukommen, und wir hoffen, dass es bis zum Release klappt. Ist halt schwierig, in nur einen großen Akku reinzubauen, aber man muss halt alles versuchen, irgendwie die Akkulaufzeit zu erhöhen, Software und so weiter, und mal sehen, ob das Ganze dann auch funktioniert. Der Release dürfte ja schon bald kommen. Und somit kommen wir zu einer Sache, wo der Release wahrscheinlich in Europa nicht kommen wird. Aber auf jeden Fall auch eine interessante Sache, die wir euch nicht vorenthalten wollten. Und das ist eine Sache, dass LG ein Club-Smartphone plant. Das dürfte man aus einem Tweet sehen von Upleaks. Bild werden wir natürlich verlinken oder sowas, oder? Ja, auf jeden Fall sowas. Und das Ganze ist auf jeden Fall sehr interessant, denn Club-Handys sind eigentlich schon längst ausgestorben, ein Relikt aus alter Zeit, aber LG will sie wiederbeleben mit einer besonderen Variante. Das LG Ice Cream Smart soll ein Android-Club-Handy sein, das heißt, oben am oberen Bildschirm eigentlich ein normales Android-Smartphone und dann halt unten, wo die Club-Sachen, also wo die normalen Tasten sind, wie ein Club-Handy, das heißt, man kann es einfach klappen, zuklappen. Normale Tasten, wie man sie hasste oder liebte, und Richtungstasten und auch die Touchpads oben dann noch für Android. Und ich weiß nicht, ob sich das Ganze auch in dem Markt, wo das Ganze verkauft wird, dann auch irgendwie etablieren wird. Auf jeden Fall eine interessante Idee, aber wenn, dann sogar zu spät. Am Anfang vielleicht hätte es funktioniert, aber jetzt ist es auf jeden Fall zu spät. Aber auf jeden Fall eine schöne Sache, mal zu sehen, dass auch Hersteller was nicht konventionelles probieren. Es gibt genug Hipster, die sowas, glaube ich, kaufen würden. Ja, aber ich würde es mir kaufen, wenn es rauskommt. Ich nicht, aber ich finde es auf jeden Fall lustig. Und würde die Leute auslachen, die dann ihr Club-Handy rausholen. Nein, das ist kein Club-Handy. Ich habe ein Smartphone, Bitch. Also, finde ich cool, irgendwie. Ja. Und damit hätten wir es eigentlich mit den News. Und noch eine kleine Ankündigung zu einem neuen Format. Das war ja angekündigt bei der Neujahrsfolge, dass es ein neues Format bei mir geben wird. Das heißt, das Tech-News hier bei Leon, wie es jetzt schon immer ist, jetzt. Und dann halt auch ein neues Format, das war eigentlich Tech Talk, und es wird jetzt wirklich, glaube ich, Tech Topic heißen, weil es geht um Themen und sowas. Ist auch irgendwie logisch, der Name. Und wann das kommen wird, ist halt noch schwierig, da ich halt gerade viel zu tun habe und das halt auch noch ein Design dafür irgendwie machen will, weil es weiter wie gewohnt nicht mich vor der Kamera zu sehen gibt. Und deswegen nur so mit Sachen und so weiter. Und deswegen wird es noch etwas dauern. Aber wenn es da ist, ist es da. Und dann gibt es Themen für euch. Und ja. Nichtsdestotrotz könnt ihr natürlich sehr gerne beim Emanuel vorbeischauen. Ja. Link zu dem Kanal ist unten in der Videobeschreibung. youtube.com/soyabentechtv. Und da könnt ihr ja trotzdem mal ein Abo dalassen. Weil auch wenn kein Tech Talk kommt oder Tech Topic oder wie auch immer das Ding heißen wird, ist es trotzdem ein geiler Kanal. Und deswegen finde ich, lohnt sich da ein Abo. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr natürlich auch da gerne ein Abo da lassen. Irgendwie so ein bisschen Abo-geil. Aber auf jeden Fall wünschen wir euch jetzt mal eine schöne Woche, denn wir sehen uns hoffentlich, wenn ihr wollt, nächsten Sonntag wieder. An dieser Stelle, auch wenn das Video jetzt am Montag kam. Verrückte Welt, aber ja, egal. Bis nächsten Sonntag, hoffentlich. Ciao. Ciao.